Die meisten haben nichts gegen andere Menschen, die friedlich sind und niemandem etwas zuleide tun. Bei vielen ändert sich das schlagartig am Tag der politischen Wahl. Durch ihre Wahlteilnahme stiften sie Politiker und ihre Helfershelfer aus Verwaltung, Justiz, Militär und Polizei dazu an, unschuldige Menschen zu bestehlen, zu bedrohen, auszurauben, einzusperren und bei Gegenwehr zu schlagen, zu verletzen und zu töten. Die Stimmabgabe des Wählers ist gleichbedeutend mit einem direkten persönlichen Auftrag an den Wahlgewinner, unschuldigen Menschen dieses Leid zuzufügen. So sehen es die von Beginn an für alle Teilnehmer transparenten Spielregeln zumindest bei demokratischen Wahlen vor. Die staatlichen und politischen Täter bestätigen diese Anstiftung und Mittäterschaft der Wähler. Sie handeln im Wählerauftrag, im Namen des Volkes. Und weiter hinten in der Befehlskette heißt es dann, der Gesetzgeber hat das so festgelegt. Und ich mache nur meinen Job. Persönliche Verantwortung? Fehlanzeige. Amt, Uniform, Gesetze, Vorschriften und Befehle machen aus den politischen Tätern und ihren Komplizen moralbefreite Gewaltwerkzeuge. Organisierte Verantwortungslosigkeit. Freiheitliche Menschen verstehen die Wahlteilnahme anderer als das, was sie ist, als direkten und persönlichen Angriff auf ihre persönliche Freiheit. Den politisch-rhetorischen Firlefanz aus der Gleichung entfernt, verhält sich jeder Wähler ihnen gegenüber nicht anders wie das Mitglied eines Mobs in der Nachbarschaft, das friedliche, unschuldige Menschen im Schutz der Gruppe persönlich angreift und die anderen Mitglieder dieser Gruppe dazu aufhetzt und anstachelt. Konfrontieren Sie die Täter und Mittäter mit diesen Fakten, ernten Sie von vielen ein nicht rational erklärbares, aggressives Unverständnis. Unterstellt man den Aggressoren mangelnde Aufklärung oder Naivität, so mag ein solches Verhalten noch einigermaßen verständlich und entschuldbar sein. Aber bei aufgeklärten Menschen, die sich als freiheitlich bezeichnen und dieses mit Prinzipien wie dem Nicht-Aggressionsprinzip oder dem konsequenten Vorzug freiwilliger Lösungen gegenüber erzwungenen Lösungen begründen, ist die Situation vollkommen anders. Wenn diese Wahlen befürworten, sich daran beteiligen oder dazu aufrufen, müssen sie damit rechnen, dass sich ihre Opfer dagegen zur Wehr setzen werden. Das ist eine vollkommen natürliche und selbstverständliche Reaktion ohne jeden Anlass zu Unverständnis. Und wenn doch, dann ist das nur ein überdeutliches Anzeichen dafür, dass sich für freiheitlich und aufgeklärt zu halten und freiheitlich und aufgeklärt zu sein zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sind. Menschen, die mit welcher Begründung und Rechtfertigung auch immer behaupten, freiheitlich und aufgeklärt zu sein und bei nächstbester Gelegenheit an die Wahlurne gehen oder dazu aufrufen, sind nichts anderes als Lügner und Heuchler.